Denn eines ist klar, wir lieben unsere Heimat, wir glauben an unsere Zukunft und gemeinsam holen wir unser Land zurück, liebe Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Es gibt zwei gute Gründe, heute hier zu sein, statt bei 30 Grad im Freibad. Und der erste ist, unsere Freibäder sind inzwischen sowieso viel zu gefährlich. Massenschlägereien, Messerstechereien, das ist nicht das Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, liebe Freunde. Und der zweite Grund ist, wir lieben Deutschland und wir werden dafür sorgen, dass genau diese Zustände beendet werden. Jeden Tag wird uns erzählt, wir müssten die Welt retten, den Euro, die Flüchtlinge, das Klima und alles natürlich im nationalen Alleingang. Und dafür verschenkt die Regierung unser Geld in alle Welt. 10 Milliarden an Indien, 133 Milliarden Corona-Hilfen an die EU, Hunderte von Millionen an die Taliban. Aber für uns ist kein Geld da. Kein Geld für eine Rentenerhöhung, kein Geld für Schulen, kein Geld für unsere Straßen. Wir in Deutschland arbeiten am längsten, haben den niedrigsten Rentenfaktor und sind laut OECD die Ärmsten im Euroraum und zahlen trotzdem die ganze Party in Europa. Damit, liebe Freunde, muss endlich Schluss sein. Ihr da draußen könnt euch felsenfest darauf verlassen, dass wir euch und unser Land niemals im Stich lassen. Dafür müssen wir alle unsere Kräfte bündeln und uns endlich auf den Feind da draußen konzentrieren. Der ist nämlich gerade dabei, alles zu zerstören, für was es sich zu kämpfen lohnt. Denn wir sind die Partei, die bei den Menschen auf der Straße ist, während andere Partys auf Sylt feiern, liebe Freunde. Denn eines ist klar, wir lieben unsere Heimat, wir glauben an unsere Zukunft und gemeinsam holen wir unser Land zurück, liebe Freunde.